Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 3. Machen wir weiter mit dem guten. Das Büro könnte aber mal schauen. Gut, war ja ein bisschen 20. Bei circa 20 Jahre alt. Ja, der gepanzerte Zeuger. You totally messed up. My ass is on the line. And you can't even kill a goddamn fly. I paid you good money to kill that witness. And he ain't dead. And today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. Ja, wir müssen also wieder irgendwie einen ausschalten, der gepanzert ist. Oh Gott, das kann natürlich. Oh, wir müssen einen. Wir haben gut Schaden. Wir müssen also irgendwas wieder beschädigen. Na, dann gucken wir mal. Ich habe mal wieder mit dem Auto irgendwie gegenfahren. Jetzt brauche ich aber erstmal ein frisches Auto, weil mit der Mühle kannst du nichts mehr machen. Komm her. Taxi! Danke, ich nehme ein Taxi. Ich fahre heute. Ich wollte selber, aber ich nehme ein Taxi. Ja. Wie dem auch sei, wir müssen auf jeden Fall irgendwas beschädigen, wie gesagt, das scheint uns so sein, also braucht man ein Auto, deswegen nicht mehr ein frisches Auto. Da vorne ist irgendwas abgebogen gerade. Das ist der Krankenwagen da vorne. So, welche Überraschung. Also, wir müssen den Krankenwagen beschädigen. Ach, bitte nicht schon wieder. Oh, eigentlich war der Plan, den LKW da vorne, den Typen zu holen. Okay. Scheiße. Gut, dass ich eben gespeichert habe. Gut, dass ich da eben gespeichert habe. Zack, dann laden wir halt nochmal das stehende Spielstand. Ist ja kein Problem. No Probleme. Ja, super. Diesmal ist das Auto natürlich nicht da. Wir müssen also nochmal zurück zu Ray. Ja. Komm her jetzt hier. Hallo. Alter, dann ist das Taxi halt. You prick, he took my cab. Ja. Fuck. Oh, was? Mal drüben speichern. Nur so nebenbei gerade, weil dann muss ich nicht diesen ganzen Weg jedes Mal fahren, wenn ich sterben sollte. Ja, das machen wir auch. Ich weiß nicht, hier, dann brauchen wir nicht, wie gesagt, jedes Mal beim Laden hier wieder rüber zu gurken. So aufgefallen, dass die Karre wenig aushält. Ah, scheiße. Ich mache den Panzer nicht. Warte mal, ich repariere mein Auto. So, dann speichern wir hier nochmal. Zack. Und dann. Wie machen wir das dann nochmal? Ah, ich weiß noch nicht, ob wir die Taximission noch demnächst machen.
hier nebenbei im Let's Play, keine Ahnung. Wenn ihr da Bock drauf habt, natürlich gerne in die Kommentare schreiben, dann überlege ich mir das mal. Ansonsten müssen wir das halt. Ansonsten lassen wir das sein. Ich habe die GTA Vice City haben wir die ja gemacht. Da haben wir, glaube ich, die Taxi- und die Bürgerwehrmission gemacht nebenbei. So, wir müssen also nochmal einen. Ja, halt die Fresse. Nächstes Mal machst du den Scheiß alleine. Vollidiot. So, ich hole ein Taxi. Ja, ich hatte Überraschung. Boah, ich bin mir direkt vor die Karriere. So, bitte mal dein Auto her, weil die Mühle ist nicht brauchbar. So, also nochmal. Mit der Karre könntest du vielleicht ein bisschen was mehr reißen als mit dem scheiß Taxi da. Ich hätte die scheiß Karre. Boah, der schwimmt aber ganz schön, der Wagen. Neben den ganzen Schwimmereien kriegst du sehr viel Kerl und das ist ein kleines Scheißkopf. Ja, schön, ich hätte extra einen Panzer, oder? Dauert jetzt so weiter, der Typ. Durch die Kopf sitzt. Naja, es würde funktionieren. Was eine Mission, liebe Leute! Wir haben es aber wirklich noch auf die Reihe bekommen. Irgendwie kam mir der Panzer auch gerade dann in dem Moment zur Hilfe. Und nein, den Panzer habe ich mir nicht geklaut. So, einmal kurz speichern. Gucken.
Ja, wir sind noch ein Ticken. Gesundheit. Und dann mal die Rüstung. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir dem guten Ray jetzt einen riesen Gefallen getan, nämlich seine Mission abgearbeitet. Und wir sollen jetzt weitermachen mit dem D. Ich weiß mal vor allem ein vernünftiges Auto. Annika, bitch! Hör mal, das war jetzt gut hier? Komm her jetzt. Psst. Ich hab mich jetzt nicht gewundert, wenn die Scheißkopf jetzt hinter mir gestanden hätten und warteten. So. Gut. War was? So. Gut, dass ich den Kack gerade gespeichert habe. Und jetzt wird's ätzend. Jetzt wird's wahrscheinlich richtig ätzend, weil die Missionen jetzt, die jetzt kommen, die sind nicht ohne. So, meine Vermutung. Der gute Donald und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, bei Let's Play GTA 3. Sorry, wenn die Folgen zu kurz sind, aber es muss manchmal sein. Ich muss wieder ein bisschen was vorbereiten. Tschüss.